In unserem letzten Video mit dem Titel „Betrübt es Gottes Geist, wenn wir unsere himmlische Hoffnung für ein irdisches Paradies zurückweisen?“ haben wir die Frage gestellt, ob man als rechtschaffener Christ wirklich eine irdische Hoffnung auf das Paradies auf Erde haben kann. Wir haben mit Hilfe der Heiligen Schrift gezeigt, dass dies nicht möglich ist, weil es die Salbung mit dem Heiligen Geist ist, die uns gerecht macht. Da die Zeugenlehre, ein Freund Jehovas zu sein und eine irdische Hoffnung zu haben, nicht biblisch ist, wollten wir anhand der Schrift erklären, was die einzig wahre Hoffnung auf Rettung für Christen ist. Wir haben auch besprochen, dass es bei unserer Ausrichtung auf den Himmel nicht darum geht, den Himmel so zu betrachten, als wäre er ein physischer Ort, an dem wir leben werden. Wo und wie wir tatsächlich leben und arbeiten werden, vertrauen wir darauf, dass Gott es uns zur gegebenen Zeit offenbaren wird, weil wir wissen, dass es besser und befriedigender sein wird, als wir es uns vorstellen können, egal wie es ausgeht. Bevor ich weitermache, muss ich noch etwas klarstellen. Ich glaube, dass die Toten auf der Erde wieder auferstehen werden. Das wird die Auferstehung der Ungerechten sein. Und das wird die große, große Menge der Menschen sein, die jemals gelebt haben. Denkt also nicht einen Moment lang, dass ich nicht glaube, dass die Erde unter dem Königreich Christi bewohnt sein wird. Allerdings spreche ich in diesem Video nicht von der Auferstehung der Toten. In diesem Video spreche ich über die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung. Siehst du, die erste Auferstehung ist die Auferstehung nicht der Toten, sondern der Lebenden. Das ist die Hoffnung der Christen. Wenn das für dich keinen Sinn ergibt, solltest du diese Worte unseres Herrn Jesus bedenken. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Johannes 5, 24, New King James Version. Du siehst also, die Salbung Gottes versetzt uns aus der Kategorie derer, die Gott für tot hält, in die Gruppe derer, die er für lebendig hält, auch wenn wir immer noch Sünder sind und vielleicht körperlich gestorben sind. Schauen wir uns nun die christliche Hoffnung auf Rettung an, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Schauen wir uns zunächst die Begriffe der Himmel und die Himmel an. Wenn du an den Himmel denkst, denkst du dann an einen sternenübersäten Nachthimmel, einen Ort mit unzugänglichem Licht oder einen Thron, auf dem Gott auf glänzenden Edelsteinen sitzt? Gewiss wurde vieles von dem, was wir über den Himmel wissen, uns von den Propheten und Aposteln in anschaulicher Symbolsprache vermittelt, denn wir sind physische Wesen mit begrenzten Sinnesfähigkeiten, die nicht dafür geschaffen sind, Dimensionen jenseits unseres Lebens in Raum und Zeit zu verstehen. Außerdem müssen wir bedenken, dass diejenigen von uns, die einer organisierten Religion angehören oder angehört haben, wahrscheinlich falsche Vorstellungen vom Himmel haben. Deshalb sollten wir uns dessen bewusst sein und einen exegetischen Ansatz für unser Studium des Himmels wählen. Im Griechischen ist das Wort für Himmel Uranos und bedeutet die Atmosphäre, den Himmel, den sichtbaren Sternenhimmel, aber auch den unsichtbaren, geistigen Himmel, den wir einfach Himmel nennen. Eine Anmerkung in Helps Word Studies auf BibleHub.com besagt, dass der Singular der Himmel und der Plural die Himmel unterschiedliche Bedeutungsschattierungen haben und daher in der Übersetzung unterschieden werden sollten, obwohl sie das leider selten werden. Für den Verwendungszweck durch uns als Christen, welche unsere Hoffnung auf Rettung verstehen wollen, geht es um den geistigen Himmel, den himmlischen Bereich von Gottes Königreich. Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Zimmer. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch eine Stätte zu bereiten? Johannes 4, 14, 2, Bible Study Bible. Wie verstehen wir Jesu Äußerung über einen konkreten Ort, wie zum Beispiel ein Haus mit Zimmern, in Zusammenhang mit dem Bereich von Gottes Königreich? Wir können uns doch nicht wirklich vorstellen, dass Gott in einem Haus wohnt, oder? Du weißt schon, mit einer Terrasse, einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer, einer Küche und zwei oder drei Bädern. Jesus sagte, dass es in seinem Haus viele Zimmer gibt und dass er zu seinem Vater geht, um einen Platz für uns zu bereiten. Es ist offensichtlich, dass er eine Metapher verwendet. Wir müssen also aufhören, über einen Ort nachzudenken und anfangen, über etwas anderes nachzudenken. Aber was genau? Und was lernen wir von Paulus über den Himmel? Gemäß seiner Vision, nach der er in den dritten Himmel entrückt wurde, sagte er, ich wurde in das Paradies entrückt und hörte Dinge, die so erstaunlich sind, dass sie nicht in Worte gefasst werden können, Dinge, die kein Mensch erzählen darf.
2. Korinther 12,4, New Living Translation. Es ist überraschend, dass Paulus das Wort Paradies verwendet auf Griechisch, Paradisos, das als ein Park, ein Garten, ein Paradies definiert wird. Warum sollte Paulus das Wort Paradies verwenden, um einen nicht greifbaren Ort wie den Himmel zu beschreiben? Wir neigen dazu, uns das Paradies als einen physischen Ort wie den Garten Eden mit den bunten Blumen und unberührten Wasserfällen vorzustellen. Es ist interessant, dass die Bibel den Garten Eden nie direkt als Paradies bezeichnet. Das Wort kommt nur 3-mal in den christlich-griechischen Schriften vor. Es bezieht sich jedoch auf das Wort für Garten, was uns an den Garten Eden denken lässt. Und was war das Besondere an diesem besonderen Garten? Es war ein Zuhause, das Gott für die ersten Menschen geschaffen hat. Deshalb denken wir vielleicht unwillkürlich an den Garten Eden, wenn wir vom Paradies sprechen. Aber wir dürfen uns das Paradies nicht als einen einzelnen Ort vorstellen, sondern als etwas, das Gott für seine Kinder vorbereitet hat, damit sie dort wohnen können. Als der sterbende Verbrecher am Kreuz neben Jesus darum bat, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst, konnte Jesus antworten, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 42, 43, Berean Study Bible. Mit anderen Worten, du wirst mit mir an einem Ort sein, den Gott für seine Menschenkinder vorbereitet hat. Das letzte Vorkommen des Wortes findet sich in der Offenbarung, wo Jesus zu den gesalbten Christen spricht. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben, zu essen von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Offenbarung 2,7, Berean Study Bible. Jesus bereitet einen Platz für die Könige und Priester im Haus seines Vaters vor. Aber Gott bereitet auch die Erde vor, die von ungerechten, auferstandenen Menschen bewohnt werden soll. Diejenigen, die von den priesterlichen Diensten der gesalbten Könige und Priester mit Jesus profitieren sollen. Wie in Eden vor dem Sündenfall der Menschheit werden sich Himmel und Erde dann wahrlich vereinen. Das Geistige und das Körperliche werden sich überschneiden. Gott wird durch Christus bei den Menschen sein. Zu Gottes Zeiten wird die Erde ein Paradies sein, das heißt ein Zuhause, das Gott für seine menschliche Familie vorbereitet hat. Aber auch ein anderes Zuhause, das Gott durch Christus für gesalbte Christen, seine Adoptivkinder, vorbereitet hat, kann mit Recht als Paradies bezeichnet werden. Wir sprechen hier nicht von Bäumen und Blumen und plätschernden Bächen, sondern von einem wunderschönen Zuhause für Gottes Kinder, das die Form annehmen wird, die er sich wünscht. Wie können wir geistige Gedanken mit irdischen Worten ausdrücken? Das können wir nicht. Ist es falsch, den Begriff himmlische Hoffnung zu verwenden? Nein, aber wir müssen aufpassen, dass er nicht zu einem Schlagwort wird, das eine falsche Hoffnung einschließt, denn er ist kein Ausdruck der Bibel. Paulus spricht von einer Hoffnung, die für uns in den Himmeln, Plural, reserviert ist. Paulus sagt uns in seinem Brief an die Kolosser, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Verbindung mit Christus Jesus gehört haben und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbehalten ist. Kolosser 1, 3-5, Neue Weltübersetzung. Der Begriff Himmel, Plural, wird in der Bibel hunderte Male verwendet. Damit ist kein physischer Ort gemeint, sondern vielmehr ein menschlicher Zustand, eine Quelle der Autorität oder Regierung, die über uns steht. Eine Autorität, die wir akzeptieren und die uns Sicherheit gibt. Der Begriff das Königreich des Himmels kommt in der Neuen Weltübersetzung kein einziges Mal vor. Im Deutschen nur 2-mal und nur in der alten RBI 8-Übersetzung. Aber in den Veröffentlichungen der Wachtunggesellschaft kommt er hunderte Male vor. Wenn ich Königreich des Himmels sage, denkst du natürlich an einen Ort. Die Publikationen sind also bestenfalls schlampig, wenn es um das geht, was sie gerne als Speise zur rechten Zeit bezeichnen. Würden sie sich an die Bibel halten und genau Königreich der Himmel, beachte den Plural, sagen, das im Buch Matthäus 33 Mal vorkommt, würden sie vermeiden, einen Ort zu implizieren. Aber vielleicht würde das ihre Doktrin nicht unterstützen, dass die Gesalbten in den Himmel verschwinden und nie wieder gesehen werden. Da der Begriff im Plural verwendet wird, bezieht er sich offensichtlich nicht auf mehrere Orte, sondern auf die Herrschaft Gottes. In diesem Sinne, lasst uns lesen, was Paulus den Korinthern zu sagen hat.
Das sage ich aber, Brüder, dass Fleisch und Blut das Königreich Gottes nicht erben können und die Verwesung erbt die Unsterblichkeit nicht. 1. Korinther 15,50, Berean Literal Bible. Hier ist nicht von einem Ort die Rede, sondern von einem Zustand des Seins. Im Kontext von 1. Korinther 15 heißt es, dass wir Geistwesen sein werden. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung und es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird in Unehre gesät, es wird in Herrlichkeit auferweckt. Es wird in Schwachheit gesät, es wird in Kraft auferweckt. Es wird ein physischer Körper gesät, es wird in einem geistigen Körper auferweckt. Wenn es einen physischen Körper gibt, dann gibt es auch einen geistigen Körper. So steht es geschrieben. Der erste Mensch wurde ein lebendiger Mensch. Der letzte Adam wurde ein lebensspendender Geist. 1. Korinther 15, 42-45. Außerdem sagt Johannes ausdrücklich, dass diese rechtschaffenen Auferstandenen einen himmlischen Körper haben werden wie Jesus. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und was wir sein werden, ist noch nicht offenbart worden. Wir wissen, dass wir, wenn Christus erscheint, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2, Berean Study Bible. Jesus spielte darauf an, als er die Fangfrage der Pharisäer beantwortete. Jesus antwortete, die Söhne dieses Zeitalters heiraten und lassen sich verheiraten. Diejenigen aber, die für würdig befunden werden, an dem kommenden Zeitalter und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden weder heiraten noch sich verheiraten lassen. Sie können sogar nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich sind. Und da sie Söhne der Auferstehung sind, sind sie Söhne Gottes. Lukas 20, 34-36, Berean Study Bible. Paulus wiederholt das Thema und Johannes und Jesus, dass die Auferstandenen einen geistigen Körper wie Jesus haben werden. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel und wir erwarten sehnsüchtig einen Retter von dort, den Herrn Jesus Christus, der durch die Kraft, die ihn befähigt, sich alles untertan zu machen, unseren niedrigen Leib verwandeln wird, damit er seinem herrlichen Leib gleich werde. Philipper 3, 21, Berean Study Bible. Wir sollten uns daran erinnern, dass ein geistiger Körper nicht bedeutet, dass die Kinder Gottes für immer im Reich des Lichts eingesperrt sind und nie wieder das grüne Gras der Erde sehen werden, wie uns die Lehren der Zeugen das Glauben machen wollen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, die Wohnung Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Offenbarung 21,1-3, Berean Study Bible. Und du hast sie dazu gebracht, ein Königreich von Priestern für unseren Gott zu werden und sie werden auf der Erde herrschen. Offenbarung 15, New Living Translation. Es ist schwer anzunehmen, dass der Dienst als Könige und Priester etwas anderes bedeutet, als in menschlicher Gestalt mit ungerechten Menschen zu interagieren, um denen zu helfen, die im oder während des messianischen Königreiches bereut haben. Wahrscheinlich werden die Kinder Gottes einen fleischlichen Körper annehmen, je nach Bedarf, um auf der Erde zu arbeiten, so wie Jesus es nach seiner Auferstehung tat. Erinnere dich daran, dass Jesus in den 40 Tagen vor seiner Himmelfahrt immer wieder in menschlicher Gestalt erschien und dann aus dem Blickfeld verschwand. Wann immer die Engel in den vorchristlichen Schriften mit Menschen zu tun hatten, nahmen sie menschliche Gestalt an und erschienen als normale Menschen. Zugegeben, an dieser Stelle bewegen wir uns im Bereich der Vermutungen. Na gut, aber erinnerst du dich an das, was wir am Anfang besprochen haben? Das spielt keine Rolle. Die Details sind im Momentan nicht wichtig. Was zählt ist, dass wir wissen, dass Gott Liebe ist und seine Liebe unermesslich ist. Deshalb haben wir keinen Grund daran zu zweifeln, dass das Angebot, das uns gemacht wird, jedes Risiko und jedes Opfer wert ist. Wir sollten auch bedenken, dass wir als Kinder Adams kein Anrecht auf Rettung oder auch nur auf eine Hoffnung auf Rettung haben, weil wir zum Tod verdammt sind. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 23. Nur als Kinder Gottes, die an Jesus Christus glauben und sich vom Heiligen Geist leiten lassen, wird uns gnädigerweise eine Hoffnung auf Rettung gegeben. Bitte lasst uns nicht denselben Fehler wie Adam machen und denken, wir könnten das Heil zu unseren eigenen Bedingungen bekommen. Wir müssen dem Beispiel Jesu folgen und tun, was unser himmlischer Vater uns gebietet, um gerettet zu werden. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr,
wird in das Königreich des Himmels kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, 21, Bereans Study Bible. Schauen wir uns also an, was die Bibel über unsere Hoffnung auf Rettung sagt. Erstens erfahren wir, dass wir aus Gnade durch unseren Glauben als Geschenk Gottes gerettet werden. Gott aber, der reich an Barmherzigkeit ist, hat uns durch seine große Liebe zu uns mit Christus lebendig gemacht, obwohl wir tot waren in unseren Übertretungen. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Epheser 2, 4 bis 5. Zweitens ist es Jesus Christus, der unsere Rettung durch sein vergossenes Blut möglich macht. Die Kinder Gottes nehmen Jesus als ihren Vermittler des neuen Bundes, als einziges Mittel, um mit Gott versöhnt zu werden. Die Rettung ist in keinem anderen, denn es ist kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Denn es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. 1. Timotheus 2, 5, 6. Christus ist der Mittler eines neuen Bundes, damit die, die er berufen sind, die er das verheißene ewige Erbe empfangen, nun, da er als Lösegeld gestorben ist, um sie von Sünden zu befreien, in denen sie durch den ersten Bund gebunden waren. Hebräer 9, 15. Drittens, von Gott gerettet zu werden bedeutet, dass wir seiner Berufung durch Jesus Christus folgen. Ein jeder soll das Leben führen, das der Herr ihm zugedacht hat und zu dem Gott ihn berufen hat. 1. Korinther 7, 17. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in Christus mit jeder geistigen Segnung in den himmlischen Bereichen gesegnet hat. Denn er hat uns in ihm erwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig seien in seiner Gegenwart. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Adoption als seine Söhne durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Epheser 1, 3 bis 5. Viertens. Es gibt nur eine wahre christliche Hoffnung auf Rettung, nämlich ein gesalbtes Kind Gottes zu sein, das von unserem Vater berufen wurde und das ewige Leben empfangen darf. Es ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, als ihr berufen wurdet. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Epheser 4, 4 bis 6. Jesus Christus selbst lehrt die Kinder Gottes, dass es nur eine einzige Hoffnung auf Rettung gibt. Und die besteht darin, ein schwieriges Leben als Gerechter zu ertragen und dann mit dem Eintritt in das Königreich der Himmel belohnt zu werden. Glücklich sind die, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind, da das Königreich der Himmel ihnen gehört. Matthäus 5, 3. Glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt worden sind, da das Königreich der Himmel ihnen gehört. Matthäus 5, 10. Glücklich seid ihr, wenn man euch schmäht und euch verfolgt und lügnerisch allerlei Böses gegen euch redet, um meinetwillen. Freut euch und springt vor Freude, da euer Lohn groß ist in den Himmeln. Denn ebenso verfolgte man vor euch die Propheten. Matthäus 5, 11, 12, alle drei Texte aus der Neuen Weltübersetzung. Fünftens und letztens, was unsere Hoffnung auf Rettung angeht, es gibt nur zwei Auferstehungen in der Heiligen Schrift, nicht drei. Keine gerechten Freunde Jehovas, die in einem Paradies auf Erden auferstehen, oder gerechte Überlebende von Hammageddon, die auf der Erde bleiben. Zwei Stellen in den christlichen Schriften unterstützen die biblische Lehre von, erstens, die Auferstehung der Gerechten, um mit Christus als Könige und Priester im Himmel zu sein. Zweitens, die Auferstehung der Ungerechten auf der Erde zum Gericht. Viele Bibeln übersetzen Gericht mit Verurteilung. Ihre Theologie besagt, dass du, wenn du nicht mit den Gerechten auferweckt wirst, vielleicht nur auferweckt wirst, um nach den 1000 Jahren in den Feuersee geworfen zu werden. Und ich habe dieselbe Hoffnung auf Gott, die sie selbst hegen, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Bösen geben wird. Apostelgeschichte 24, 15. Wundere dich nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Johannes 5, 28, 29. Hier wird unsere Hoffnung auf Rettung in der Schrift klar dargelegt. Wenn wir denken, dass wir die Rettung erlangen können, indem wir einfach abwarten, was passiert, müssen wir genauer nachdenken. Wenn wir denken, dass wir ein Anrecht auf die Rettung haben, weil wir wissen, dass Gott und sein Sohn Jesus Christus gut sind und wir gut sein wollen, reicht das nicht aus. Paulus ermahnt uns, unsere Rettung mit Furcht und Zittern zu erarbeiten.
Darum, meine Lieben, wie ihr immer gehorcht habt, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern erst recht jetzt in meiner Abwesenheit, so arbeitet weiter an eurer Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, um zu wollen und zu handeln nach seinem guten Vorsatz. Philipper 2, 12, 13. Berean Study Bible. Im Kern unserer Erarbeiten, unserer Hoffnung ist die Liebe zur Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit nicht lieben, wenn wir glauben, dass sie von unseren eigenen fleischlichen Wünschen und Begierden abhängt, können wir nicht erwarten, dass Gott uns findet, denn er sucht die, die im Geist und in Wahrheit anbeten. Johannes 4, 23, 24. Bevor wir zum Schluss kommen, wollen wir uns noch auf etwas konzentrieren, das viele in Bezug auf unsere Hoffnung auf Rettung als Christen zu übersehen scheinen. Paulus sagte in Apostelgeschichte 24, 15, dass er die Hoffnung hat, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird. Warum sollte er auf eine Auferstehung der Ungerechten hoffen? Warum sollte er auf ungerechte Menschen hoffen? Um das zu beantworten, kehren wir zu unserem dritten Punkt über das Berufenwerden zurück. In Epheser 1, 3 bis 5 heißt es, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt und als seine Söhne durch Jesus Christus zur Rettung vorherbestimmt hat. Warum hat er uns erwählt? Warum eine kleine Gruppe von Menschen zur Adoption vorsehen? Will er nicht, dass alle Menschen in seine Familie zurückkehren? Natürlich will er das. Aber um das zu erreichen, muss er zunächst eine kleine Gruppe für eine bestimmte Aufgabe qualifizieren. Diese Rolle besteht darin, sowohl als Regierung als auch als Priesterschaft zu dienen, als neue Himmel und als neue Erde. Das geht aus den Worten des Paulus an die Kolosser hervor. Er, Jesus, ist vor allen Dingen und in ihm hält alles zusammen. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, das sind wir. Er ist der Anfang und der Erstgeborene aus den Toten. Der Erste aber, die Kinder Gottes werden folgen, damit er in allen Dingen den Vorrang hat. Denn es hat Gott gefallen, seine ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, also auch die Ungerechten, sowohl die Dinge auf der Erde als auch die Dinge im Himmel, indem er Frieden macht durch das Blut seines Kreuzes. Kolosser 1, 17 bis 20. Jesus und die mit ihm verbundenen Könige und Priester werden die Verwaltung bilden, die daran arbeiten wird, die gesamte Menschheit wieder in Gottes Familie zu versöhnen. Wenn wir also von der Hoffnung auf Rettung der Christen sprechen, ist es eine andere Hoffnung als die, die Paulus für die Ungerechten aussprach. Aber das Ziel ist dasselbe. Das ewige Leben als Teil der Familie Gottes. Abschließend wollen wir uns also die Frage stellen. Ist es Gottes Wille, der in uns wirkt, wenn wir sagen, dass wir nicht in den Himmel kommen wollen, dass wir auf einer paradiesischen Erde sein wollen? Betrüben wir den Heiligen Geist, wenn wir uns auf den Ort konzentrieren und nicht auf die Rolle, die unser Vater uns bei der Verwirklichung seines Vorsatzes zugedacht hat? Unser himmlischer Vater hat eine Aufgabe für uns, die wir erfüllen sollen. Er hat uns berufen, diese Arbeit zu tun. Werden wir selbstlos darauf reagieren? Der Hebräerbrief sagt uns, denn wenn die von den Engeln verkündete Botschaft verbindlich war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam seine gerechte Strafe erhielt, wie sollen wir dann entkommen, wenn wir eine so große Rettung vernachlässigen? Diese Rettung wurde zuerst von dem Herrn verkündet und uns von denen bestätigt, die ihn gehört haben. Hebräer 2, 2, 3, Berean Study Bible. Jeder, der das Gesetz des Mose verworfen hat, ist aufgrund des Zeugnisses von zwei oder drei Zeugen ohne Gnade gestorben. Wie viel härter verdient wohl jemand bestraft zu werden, der den Sohn Gottes mit Füßen tretet, getreten, das Blut des Bundes, der ihn geheiligt hat, entweiht und den Geist der Gnade beleidigt hat? Hebräer 10, 29. Lasst uns darauf achten, den Geist der Gnade nicht zu beleidigen. Wenn wir unsere wahre, einzige christliche Hoffnung auf Erlösung erfüllen wollen, müssen wir den Willen unseres Vaters im Himmel tun, Jesus Christus nachfolgen und uns vom Heiligen Geist zu gerechten Handeln bewegen lassen. Die Kinder Gottes haben die feste Verpflichtung, unserem lebensspendenden Retter ins Paradies zu folgen, dem Ort, den Gott für uns vorbereitet hat. Das ist wirklich die Bedingung für ein ewiges Leben und erfordert alles, was wir sind, wollen und hoffen. Jesus sagte uns unmissverständlich, wenn du mein Jünger sein willst, musst du im Vergleich dazu alle anderen hassen. Deinen Vater und deine Mutter, deine Frau und deine Kinder, deine Brüder und Schwestern, ja, sogar dein eigenes Leben. Sonst kannst du nicht mein Jünger sein. Und wenn du nicht dein eigenes Kreuz trägst und mir folgst, kannst du nicht mein Jünger sein. Lukas 14, 26. New Living Translation. Danke für deine Zeit und deine Unterstützung.